Guten Tag, mein Name ist Jelicha Ramillo und ich arbeite in der Anwendungstechnik bei Hüsker Synthetik. Ich freue mich, Ihnen heute die Anwendung des geosynthetisch bewährten Erdkörpers über vertikalen Tragliedern vorstellen zu dürfen. Diese Anwendung bezeichnet ein nahezu setzungsfreies Gründungssystem, welches sich besonders für die Errichtung von Dämmen auf weichen Böden eignet. Mit diesem System kann der Damm unmittelbar nach dem Bau in Betrieb genommen werden. Somit kann auf ein Vorbelasten und Konsolidierungszeiten verzichtet werden. Diese Bauweise wird beispielsweise bei Bahndämmen für Hochgeschwindigkeitsstrecken, Autobahnen oder Fundamente für Tanks angewendet. Um das Risiko differenzieller Setzungen zu reduzieren, gelten für diese Bauwerke Sicherheitsstandards, die ein praktisch setzungsfreies Gründungssystem erfordern. Das Gründungssystem besteht aus zwei Hauptkomponenten. Die Vertikallastelemente wie zum Beispiel Pfähle, die die Lasten in eine tragfähige, tiefere Schicht abtragen. Die geosynthetische Bewährung, diese fungiert wie eine Brücke zwischen den vertikalen Traggliedern und trägt die Last des unmittelbar über der geosynthetischen Bewährung befindlichen Bodens auf die vertikalen Traglieder ab. Auf diese Weise werden die Vertikallasten, die auf den Weichboden wirken, minimiert. Des Weiteren wird ein seitliches Ausquetschen verhindert, das durch eine mangelhafte Scherfestigkeit im Bereich des Böschungsfußes entstehen kann. Seit mehr als 30 Jahren wurden verschiedene Berechnungsmethoden für die Planung geosynthetischer Bewährungen über vertikalen Traggliedern entwickelt, die in Ländern wie England, Holland und Deutschland in deren Normen festgelegt sind. Die Modelle unterscheiden sich in zwei wichtigen Aspekten. Zum einen ist dabei die Annahme der Lastverteilung im Dammkörper zu nennen. Aufgrund eines Steifigkeitsunterschieds zwischen den vertikalen Tragelementen und dem Damm kommt es zu einer Konzentration oder Umverteilung von Spannungen vom dehnbaren Bereich in Richtung des festeren Bereichs. Diese Umverteilung, die als Gewölbeeffekt bekannt ist, kann mit geotechnischen Instrumenten gemessen oder mithilfe numerischer Modellierungen berechnet werden. Zum anderen unterscheiden sich die Modelle bezüglich des Spannungs-Dehnungsverhaltens und der Berechnung der bemessungsrelevanten Steifigkeit der geosynthetischen Bewährung. Eines der meistgenutzten Modelle ist in der britischen Bemessungsnorm British Standard 8006 beschrieben. Bei diesem Modell wird davon ausgegangen, dass das Gewölbe, das die Spannungen umverteilt, eine sphärische Form besitzt. Diese ist abhängig von den Scherfestigkeitsparametern des Bodens. Die Last des Bodens unter der Sphäre muss vollständig durch die geosynthetische Bewährung aufgenommen werden. Dabei wird der Gegendruck des Weichbodens nicht berücksichtigt. Die erforderliche Zugfestigkeit der geosynthetischen Bewährung wird auf Grundlage der Membrantheorie berechnet. Das in Deutschland angewandte Modell ist in dem Dokument der Deutschen Gesellschaft für Geotechnik Empfehlungen für den Entwurf und die Berechnung von Erdkörpern mit Bewährungen aus Geokunststoffen, EPGEO, beschrieben. Die EPGEO erläutert zudem die allgemein anerkannten Entwurfs- und Baupraktiken dieser Bauweise. Das deutsche Berechnungsmodell unterscheidet sich vom britischen Modell in der Art und Weise, wie die Spannungen umverteilt werden. Dies erfolgt über ein Gewölbe. Der Einfluss des Weichbodens wird dabei mithilfe des Bettungsmoduls berücksichtigt. Die Bestimmung der erforderlichen Zugfestigkeit der geosynthetischen Bewährung wird wie zuvor gemäß British Standard beschrieben, basierend auf der Membrantheorie durchgeführt. Jedoch werden beim deutschen Modell auch noch die Verformungen des Bodens und der geosynthetischen Bewährung über Differentialgleichungen miteinander verbunden. Zur Vereinfachung finden sich in Kapitel 9 der EPGEO-Grafiken, anhand derer die Berechnung iterativ durchgeführt werden kann. Des Weiteren findet sich am Ende des Kapitels ein vollständiges Rechenbeispiel. Diese Gründungsmethode wurde erfolgreich bei zahlreichen Eisenbahnprojekten, unter anderem in Brasilien oder Deutschland, sowie bei Autobahnprojekten in Europa angewendet. Ich hoffe, die Präsentation war interessant für Sie. Sollten Sie an weiteren technischen Details und Hüsker-Lösungen interessiert sein, besuchen Sie uns doch auf unserer Webseite oder kontaktieren Sie uns gerne persönlich. Vielen Dank. Thank you.